Let me go back to the beginning. My fight against bio-warfare all started in a zombie-infested ghost town. It was September 1998. My first and only day as a police officer. Get down! Bad. I never thought any of this stuff my brother taught me would work. Stars? A special force issue, huh? It's my brother's. That's why I'm here. To find him. I'm Claire Redfield. Hey. Leon Kennedy. Die ganzen coolen Szenen haben sie rausgeschnitten. So, what exactly is going on around here? Oh, ich glaube, wir sind in deinem Kopf. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ja. Meinst du? Well then, I guess I shouldn't rely on you to show me about. Damn it, I can't get a signal on this thing either. Dann fuchtle ich mit dem Messer rum. Hey, let's go over to the police station. So, die Prioritäten sind auf jeden Fall gesetzt. Hier, rot auf rot. Right. They could blow up at any minute. Was denn? Let's go. Oh, ich darf schießen. What's your brother's name? Chris. Chris Redfield. Wollen die Schilder verschießen? What's wrong? Wow. Oh. Ich bin schon wieder überzeugt davon, dass ich der Blaue bin. Ist dir aufgefallen? Nee. Ich habe irgendwo in die Botanik geschossen, weil ich darauf geachtet habe, wo der Blaue hinschießt, und das bin ja gar nicht ich. Das passiert mir viel zu oft in diesen Spielen. Ganz schön dunkel hier, ne? Ja, macht ganz schön Zombies auch Spaß. Naja, oder gut. Darf man Zombies überhaupt sagen? Untote Amerikaner. Obwohl untot, das ist auch schon wieder so herabwertend, ne? Dem Leben dahingeschiedene. Alternativ lebendig. Verschlafene kann man vielleicht auch einbringen. Nein, nicht der Waffen-Heini, dessen Namen ich mal wusste. Wir teilen uns das Ganze ja nachher sowieso. Hey, are you all right? Konzentriere mich einfach erstmal darauf, hier überhaupt einzusammeln, ne? I can't believe this. Jetzt könntest du natürlich mal gucken, ich habe jetzt gerade Munition eingesammelt, ob du die auch gekriegt hast. Ob wir uns das teilen oder ob wir jeder so viel Schuss haben. Ja. Wenn es hier gerade mal wieder etwas ruhiger ist, ne? So. Ich habe 24 Schuss in meinem Leben. Ja, das sind mehr geworden, ich hätte 18. Gut, dann brauchen wir da ja nicht so wirklich Rücksicht nehmen. Da war noch was. Geh nochmal nach rechts, geh nach rechts. Gut. Granaten. Bam, bam. Bam, bam. Das war das Feuerstein, ne? Ja, bam, bam. Der Junge von den... Hey, I'm a rookie. Don't ask me. I just got here. What is that? Das ist jetzt der richtige Moment, das zu singen. Macht das so die Stimmung gar nicht kaputt, wenn wir sowas machen? Ein Sack. Ein Karton. Ein Karton. So ein alter Sack, den ist doch kein. Ich kann den Karton nicht zerschießen. Oh, ich hab's Licht ausgemacht. Hey, who turned out the lights? Ich kann nicht durchs Gitter schießen. Nee, das Gitter ist ja auch ein knallhartes Supergitter. Was für ein Spiel. Ah, Munition wieder. Ein Karton, der geht kaputt. Ein Karton, der geht kaputt. Unser. Ein Karton, werter Garçon. Oh, oh. Beide probieren auf 10 und kümmern sich scheiße in die Hunde. Läuft. Aua, nicht beißen.
dämliche Köter. Wow. Wo ist mein... Ich hab keinen... Ja, jetzt. Das ist schon ein bisschen der Nachteil vom Wii-Controller. Manchmal weiß man gar nicht mehr, wo man eigentlich ist. Yep. Wow, zwei Headshots hintereinander. Hast du es gesehen? Nein. Drei. Kommt der ja auch noch. Du siehst, wenn du einen kritischen Treffer machst, siehst du daran, dass dein Cursor flackert und blinkt. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Ich dachte, das liegt an meiner Epilepsie. Ja. Das eine ist flackert. Vielleicht beides. Ja. Kendo, hieß er, genau. Der Mann vom Waffenladen. Es muss jemand sein, der noch lebt. Ja, du hast recht. Hallo. Kommt ein Zombie geflogen. Oh, hier, Tessa. Habe ich schon probiert, drauf zu schießen. Ich glaube, ich habe einfach eiskalt nicht getroffen. Ja. Ich glaube, man muss einfach mehrfach schießen. Ich sehe gar nichts. Du auch nicht, ja? Nee. Dann sollte ich vielleicht die Augen aufmachen. Zack. Ich höre Krähen. Vielleicht hätten wir nicht ganz die Lichter kaputt schießen sollen. Wow. Aua. So von der Inszenierung muss ich sagen, das funktioniert so nicht. Wir müssen sie kaputt schießen. Ja. Von der Inszenierung her muss ich sagen, ist Darkstyle Chronicles wesentlich besser als der erste Teil. Du hast wirklich das Gefühl, dass du in diesem Charakter drin bist. Im ersten Teil hast du das Gefühl, dass du halt durch diesen... Als Kamera mitgeflogen bist. Als Kamera mitfliegt, genau. Schön ausgedrückt. Da war doch was. Ich hab's auch gesehen. Hey! Man muss sich das mal vorstellen. Und der andere schießt drauf. Bewegen. Hallo. Checkpoint. It's so quiet. Yeah, but this place is in ruins too. Maybe they all evacuated. I hope so. The Raccoon City Police Station is only two blocks away. Zwei Blocks noch. Better get moving. Natürlich haben sie sich so ein paar Freiheiten mit dem Nacherzählen der Story genommen hier. In Resident Evil 2 sind Leon und Claire ja getrennt worden. Und hier sind sie halt die ganze Zeit zusammen unterwegs. Hilf mir! Hilf ich mir hab doch keinen Cursor. Natürlich hast du einen Cursor. Nicht, wenn man messert. Ja, warum hast du gemessert? Weil ich dachte, der ist so nah dran, dass ich ihn messern kann. Ich musste ein Kraut benutzen, das war brutal. Oh yeah. So, ich bin ja der Rote. Ich hab schon wieder vergessen. They won't let us through. Kann so nicht zählen. Jetzt sollten wir nicht alle auf den gleichen Zombie schießen, da zwei. Machen wir hier den ganz rechts. So, erwischt. Lass mal nach. Ach, das ist ein Feuer, das kann man nicht einsammeln. Gucken wir es auch nochmal, warte mal. Ich packe meinen Koffer. Ein Mädchen, ein Feuer. Und es riecht unangenehm. Oh oh. Game over. Ob die dir als Abschüsse gewertet werden? Das Coole ist, im Einzelspielermodus, da macht es ja wirklich einen Unterschied, welchen Charakter man wählt. Und man verfolgt das Geschehen dann auch wirklich aus Sicht des betreffenden Charakters. Also wir sind hier in diesem Level nicht immer Leon. Wenn wir Claire wählen, dann sehen wir das aus Claires Perspektive, wenn wir Einzelspieler spielen. Ich glaube, im Zweispielermodus ist es abwechselnd. Sind wir mal da und mal da. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, das werden wir ja...
Oh, tut mir leid. Ich habe auch gedrückt, ich wollte gar nicht eigentlich. Alle versuchen das Kraut zu sammeln, keiner kümmert sich um den Zombie. Das sind so die Stellen, wo ich vielleicht auf die Maschinenpistole wechseln sollte. Mein Cursor bewegt sich nicht. Alter. Ich glaube, das liegt an dem Mikrofon. Das steht mir manchmal so ein bisschen im Weg. Ausreden, ne? Also ich hoffe, wir regenerieren Lebenspunkte zwischen den Kapiteln. Was ist der nochmal auf Schild? Warum hast du dich geklaut? Gott, wenn wir mit den Zombies schon so abkacken, was wird denn das erst mit den Bossen? Spannend wird das. Normal, ne? Ja. Thank God. At least the police station is secure. Natürlich. Let's take a break. Because it looks like it's gonna be a long night. Let's take a break. And a tea. Cracker? Ein Cracker gefällig. Ich bin mal gespannt. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so gut wie das erste. Du hast mehr getötet als ich, aber ich habe mehr Punkte. 7 Kopfschüsse, und zwar jeder. Ein S-Reim. Das könnte vielleicht noch ein A werden. Ja, wird es definitiv. Ist doch klar. Ist doch klar, ist ein A. Ein B-A-B-S. So, wir haben aber nicht genug Gold, um unsere Pistole weiter aufzuwerten. 2,5 brauchen wir, ne? Ja. Dafür haben wir Handgranaten gefunden. Ah, ich dachte ein Apfel. Und Leon S. Kennedy, den habe ich schon, den kannst du gerne haben. Danke. Ich packe meinen Koffer, Claire. Claire, die, na gut, die habe ich auch schon, die liegt ja hier im Regal. Habe ich mir für später aufgehoben. Zombiehund, Krähe. Zombie-Polizist. Das stand nicht, Zombie-Krähe. Raccoon City, 9. September 1998. Begegnung. Ja. Ist schon ein bisschen nervig, so diese ganzen Archivdinger, die da immer. Gut, Waffen brauchen wir gar nicht gehen, okay, obwohl wir können uns hier, Es ist teurer geworden, es ist teurer geworden. Nee, es ist doch nicht. Nicht. 2,5. Doch nicht. Die Handgranaten, die können wir nicht aufwerten. Interessanterweise. Gut, weiter geht's. Ach ja, da kommt ja erst noch das. So, Granaten nehme ich mal mit, damit ich welche habe. Und zwar mache ich das hier. Und da. Und ich tanze hin und her. Und ich drücke auf weiter. Ach du Scheiße. Und bewege mich ganz schnell. Wow. Das die Soundeffekte, die sind Wahnsinn. Bist du müde? Ja. Ist ja furchtbar. Oh, es geht weiter. Hier ist doch alles sicher. Warum haben wir einen Zielcursor? Warum liegt der da... Da sitzt jemand auf dem Boden. Warum liegt denn da Stroh? Ich will sagen, hast du eine Maske auf? Ist ja eine Waffe. Was denn? Like your welcome party? Nice surprise, huh? Who are you? Marvin Branagh. I'm the guy who's supposed to be your boss. You need a doctor. No, don't worry about me. You gotta go help the others. But die Kamera ist entschieden zu hoch. Entweder ein Doktor oder dieses right. grüne Kraut. Nee, das brauchen wir selber. Ba, 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 da, ba. Weg vom Bildschirm, ba, was? Ba, ba. Ja, ich bin weg vom Bildschirm. Ba, da, da. Warum machst du denn sowas? Achso, ich sollte das nachladen. Oh, ich weiß, was uns hier als nächstes erwartet. Was das ist mein Crossbow, mein Crossbow. Ein Crossbow, ja, der hast aber nicht ausgerüstet, weil du hast ja nur 4 Slots frei. Ja. Yeah.
Oh, 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 oh. Geheime Sachen, geheime Sachen. Eine der legendärsten Szenen von Resident Evil 2 steht uns jetzt bevor hier. Dann zollen wir dem Ganzen mal den nötigen Respekt. Ja, genau, und den wir hier auf ihre Brüste halten. What is this? What the hell? Careful, we've got company. What happened here? Also, die brauchen unbedingt einen neuen Innendekorator hier. Das ist. Ach ja, erinnere ich mich auch dran. Ich muss gerade kurz überlegen. Hallo? Mein absoluter Resident Evil Lieblingsgegner, das wisst ihr ja alle schon. Leon, are you alright? Where'd it go? What was that? So, volles Bett aufs Maul hier. Im wahrsten Sinne. Das waren zwei, ne? Ja. Ich hasse Licker. Absoluter Hassgegner. Oh. Immer schon gewesen. Meiner Meinung nach wirklich mit einer der schwersten Gegner, wenn man tatsächlich gegen sie kämpft. Man kann sie ja teilweise ganz gut umgehen, weil sie halt blind sind, ne? Aber wenn man wirklich gegen sie kämpfen muss, dann sind sie meiner Meinung nach mit die schwersten. Einfach weil sie halt auch so niedrig auf dem Boden sind. Die sind ja noch kleiner als die Hunde, so von der Höhe her. It's not safe here anymore.